Seit Montag läuft wieder die wohl wichtigste Veranstaltung, die es überhaupt zurzeit in der zivilen Luftfahrt so gibt. Die sogenannte Paris Air Show, auf Deutsch die Pariser Luftfahrtschau. Die findet alle 2 Jahre statt, beziehungsweise im Wechsel mit der ebenfalls sehr traditionsreichen und sehr bekannten Farnborough Air Show. Und es ist auch kein Geheimnis, dass in dieser Woche für die großen Flugzeughersteller große und wichtige Bestellungen zu erwarten sind. Gerade in dieser Woche sind die Flugzeughersteller besonders großzügig beim Thema Rabatte und dann finden bis Sonntag Dutzende Verhandlungen statt, Dutzende beeindruckende Flugshows. Und am Sonntag wird dann, so wie die ganzen Jahre zuvor auch, wieder mal Airbus oder Boeing als Gewinner aus dieser Veranstaltung hervorgehen. Also alles spannend zu beobachten, aber die ganze Nummer ist jetzt natürlich noch in vollem Gange. Trotzdem schauen wir uns einfach mal ein paar Infos zur Paris Air Show an und sprechen einfach mal ein bisschen drüber. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und ganz entspannten Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, das lockere Quatschen über die Paris Air Show, das ist hier auf diesem Kanal tatsächlich auch schon so ein bisschen traditionsreich. Ich denke mal, die meisten von euch, die wissen das gar nicht, aber vor etwas mehr als 6 Jahren war das Thema Paris Air Show tatsächlich das Thema der ersten Folge Aeronews überhaupt. Heute wird das Thema sein der A350 auf der Paris Air Show. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn das der ein oder andere von euch noch mitbekommen hat, aber das nur mal so als unwichtige Info am Rande. Auf jeden Fall hat sich da in den letzten Jahren bis heute eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Jetzt kommt halt in dieser Woche alles und jeder aus der zivilen Luftfahrt, jeder wichtige Name, jede wichtige Person, die kommen alle zum kleinen Flughafen nach Le Bourget in der Nähe von Paris und feiern dort eben diese Paris Air Show. Airbus und Boeing, die beiden größten Flugzeughersteller der Welt, bringen ihr modernstes, aktuellstes Fluggerät mit und lassen ihre besten Piloten eindrucksvolle Manöver über den Platz durchführen. Ihr kennt ja sicherlich alle die Videos. Ein bisschen was ist in diesem Jahr dann aber doch speziell, denn selten ist man in eine solche Veranstaltung reingestartet mit so vielen Themen, die so wahnsinnig viel Diskussionsbedarf mit sich bringen oder so wahnsinnig viel Diskussionsstoff mit sich bringen. Zum einen ist da die Boeing 737 MAX, die die Medien in den letzten 3 Monaten quasi beherrscht hat. Dann das Thema Boeing 787, eventuelle Qualitätsmängel bei Boeing, die generelle Situation beim Flugzeughersteller. Ganz aktuell auch Probleme mit der pünktlichen Fertigstellung der Boeing 777X, was sich dann ja alles auf die Erstauslieferung des Flugzeuges auswirken wird. Aber auch Fluggesellschaften, die hier in Europa in den letzten Jahren so wie wahrscheinlich noch nie zuvor innerhalb kürzester Zeit sich komplett neu sortieren mussten. Beispielsweise eine Lufthansa-Gruppe, die jetzt gerade erst vor wenigen Tagen eine erneute Gewinnwarnung rausgeben musste. Selbst die, in Anführungszeichen, können nicht dauerhaft beeindruckende Werte liefern und müssen jetzt, nachdem sie beeindruckende Werte geliefert haben für eine lange Zeit, in den letzten 1,5 Jahren eine Halbierung ihres Börsenwertes hinnehmen. Und dann natürlich in den letzten Jahren die immer wichtiger werdenden Gespräche über alternative Treibstoffe in der zivilen Luftfahrt oder auch Flugzeuge, die den Rahmen des konventionellen Flugzeugbaus eventuell schon bald tatsächlich verlassen könnten, aus Effizienzgründen. Also, da gibt es auf jeden Fall zahlreiche wirklich wichtige und interessante Themen, über die wir uns nach Abschluss dieser Luftfahrtmesse bzw. generell in den nächsten Wochen und Monaten unterhalten können. Da kommt noch einiges auf uns zu. Aber jetzt erstmal ein paar Infos zur jetzt eigentlich stattfindenden Paris Air Show. Übrigens die 53. Paris Air Show überhaupt. Dass der Flugzeughersteller Boeing vor allem mit einem Haufen voller Probleme in Richtung Paris Air Show fährt, das ist schon seit Wochen kein Geheimnis mehr. Und das ist natürlich auch gar nicht irgendwie abwertend gemeint oder sowas, sondern es ist einfach Tatsache, dass der amerikanische Flugzeugbauer in den letzten 3 Monaten nur mit schlechten Schlagzeilen durch die Medienwelt spazierte. Und dabei kann man jetzt für die aktuelle Paris Air Show tatsächlich so ein bisschen von der 737 MAX absehen, denn die neue 777X, die liefert an sich schon genug Grund zur Sorge. Bei einem 150-Stunden-Dauertest des neuen General Electric GE9X-Triebwerkes für die 777X, welcher für die Zertifizierung des neuen Motors auf jeden Fall erfolgreich abgeschlossen werden muss, dort fand man jetzt erhebliche Schwachstellen am Hochdruckkompressor des neuen Triebwerkes. Ja, und das ist natürlich schlecht, denn das könnte das ganze 777X-Programm direkt mal um einige Monate zurückwerfen. Das liegt ganz einfach daran, dass der Triebwerkshersteller General Electric jetzt wirklich einige Schritte zurückgehen muss in die grundlegende Entwicklung des Hochdruckkompressors dieses Triebwerkes, um den Motor dann letztendlich wirklich fit zu machen für die Zertifizierung. Das ist hier also kein Problem mit dem Flugzeug an sich, mit der 777X an sich. Die steht nahezu fertig und das in mehrfacher Ausführung auf dem Hof. Aber das Problem ist nun mal, dass dieses Programm natürlich mit den Triebwerken steht und fällt. Also das Programm lebt von den Triebwerken. Es geht nicht ohne diese Triebwerke. Und es gibt auch, wie es zum Beispiel bei anderen Flugzeugen, ganz egal ob Airbus oder Boeing, das ist da durchaus üblich. Es gibt hier aber bei der 777X einfach keine Alternative beim Triebwerk.
Man kann das an sich fertige Flugzeug jetzt also nicht mit einem schon fertigen Motor einfach mal in die Luft schicken, damit man jetzt auf jeden Fall noch pünktlich im Juni, mehr oder weniger pünktlich, denn man hat das Ganze ja schon mehrfach nach hinten geschoben, dass man jetzt noch mehr oder weniger pünktlich im Juni mit dem Testprogramm anfangen könnte, sondern man muss auf das neue Triebwerk von General Electric warten. Und wir kennen das ja schon aus nicht allzu ferner Vergangenheit mit dem A320neo. Triebwerksprobleme fallen ganz einfach auf den Flugzeughersteller zurück. Und das könnte jetzt, zumindest laut aktuellsten Meldungen, tatsächlich dafür sorgen, dass der eigentlich ja schon für die nächsten Tage geplante Erstflug der 777X sogar eventuell bis in den Oktober oder November verschoben werden muss. Gleichzeitig sorgt die Fluggesellschaft Emirates, und das obwohl wir doch gerade erst in einem ausführlichen Beitrag über deren etwas chaotisch wirkende Bestellphilosophie gesprochen haben, die sorgen jetzt für mächtig Gesprächsstoff. Emirates hat 150 Boeing 777X fest bestellt. Das ist eine ganze Menge. Das ist fast die Hälfte von den knapp 340 Bestellungen, die es überhaupt zum aktuellen Zeitpunkt für die 777X gibt. Und damit ist Emirates ohne Zweifel wohl der wichtigste Kunde für dieses Programm. Der Chef der Fluggesellschaft selbst bestätigte jetzt schon vor wenigen Tagen, dass man sich zum aktuellen Zeitpunkt bereits in Verhandlungen mit dem Flugzeughersteller Boeing befindet zur Anpassung dieser Bestellung. Ganz konkret könnte das heißen, weniger 777X, dafür aber mehr und schneller 787-10. Gut, alles andere, was danach noch an Infos kommt, das ist zum aktuellen Zeitpunkt noch Verhandlungssache. Also irgendwelche genauen Zahlen kennen wir da einfach noch nicht. Unterm Strich ist das höchstwahrscheinlich kein wirklicher Verlust für Boeing. Wenn Emirates jetzt hier bei den Flugzeugtypen ein bisschen durch die Gegend springt, wie gesagt, das ist alles Verhandlungssache, da wird ja drüber gesprochen. Nichtsdestotrotz ist es wiederum eine Nachricht, die jetzt wieder ein Fragezeichen beim 777X-Programm hinterlässt. Es ist aber auf gar keinen Fall alles schlecht für den amerikanischen Flugzeugbauer auf der Paris Air Show. Und das ist nicht nur gut für das Portemonnaie, für das Finanzielle des amerikanischen Flugzeugherstellers, sondern es ist vor allem sehr, sehr gut für das generelle Vertrauen in die Produkte von Boeing. Die Fluggesellschaft Korean Air beispielsweise, die unterschreibt am Dienstag, also gerade erst gestern, eine Bestellung über 30 Boeing 787. Das ist eine wichtige und sehr starke Bestellung. Korean Air kauft 20 787-10 und 10 Boeing 787-9. Diese Maschinen gesellen sich dann zu den vorher schon bestellten 10 787-9 für diese Fluggesellschaft. Das Allerwichtigste und auch mit Abstand eindrucksvollste des gestrigen Tages und das mit Abstand positivste für den Flugzeughersteller Boeing gestern, das war dann aber auf jeden Fall, dass die International Airlines Group ihr ganz klares Vertrauen gegenüber der 737 MAX ausgesprochen hat. Und das, obwohl das Flugzeug zum aktuellen Zeitpunkt ja noch immer gegroundet ist, eben nicht im aktiven Passagierbetrieb eingesetzt werden darf. Und das wird vermutlich auch noch einige Wochen so weitergehen. Nichtsdestotrotz hat die IAG gestern eine Absichtserklärung, keine Bestellung, eine Absichtserklärung für sage und schreibe 200 Boeing 737 MAX unterschrieben, die eventuell schon bald Teil der ja eigentlich auf Airbus getrimmten IAG-Flotten werden könnten. Und das ist ohne Zweifel ein riesiger Erfolg für Boeing. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Unterschrift, die da gestern getätigt wurde, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass eigentlich der europäische Konkurrent durchaus die ersten beiden Tage der Paris Air Show für sich entscheiden konnte. Airbus startete am Montag nämlich mit einem eigentlich offenen Geheimnis. Und zwar bestätigte man den A321 XLR, also eine nochmals potentere Variante des Airbus A321. Und es war durchaus zu erwarten, anscheinend ist das ein wirklich gelungenes Flugzeug. Die Fluggesellschaften haben quasi nur drauf gewartet und das Ding verkauft sich wie sonst was. Ausgeliefert wird das Flugzeug das erste Mal im Jahr 2023. Es war noch eine Weile hin, aber damit wird dieses Flugzeug höchstwahrscheinlich mindestens 2 Jahre vor einem noch nicht mal offiziell bestätigten neuen Boeing-Flugzeug am Markt verfügbar sein. Das Unternehmen Air Lease Corporation, ein Leasingunternehmen, bestellte direkt nach der Ankündigung sofort mal ganze 100 Airbus-Flugzeuge, also die erste Großbestellung des Tages quasi. Und das waren dann 50 A220-300, übrigens auch ein wirklich nicht zu unterschätzender Erfolg für dieses Flugzeug, und dann aber 23 Airbus A321neo und halt eben auch noch 27 Maschinen des neuen Typs A321 XLR, für den Airbus jetzt eine Reichweite von ganzen 8700 Kilometern verspricht, womit man dann eine Boeing 757-200 nahezu perfekt ablösen kann.
Gerade die Kombination A330 Neo, der sich in den letzten beiden Tagen übrigens auch schon einige Male verkauft hat, mit dann dem A321 Neo, das ist eine Kombination, die wirklich gut bei den Fluggesellschaften anzukommen scheint. Und das Erfreuliche für die Passagiere ist, dass die ganzen Fluggesellschaften dann auch wirklich brauchbare Langstreckenprodukte in diese Langstreckenflugzeuge, vergleichsweise kleinen Langstreckenflugzeuge, einbauen. Für den A321 XLR wird nämlich nicht selten mit nur knapp 180 Sitzplätzen und einer echten, vernünftigen Business Class geplant. Das wollten die Passagiere haben und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Voraussetzung, damit dieses Flugzeug wirklich für die nächsten Jahre funktionieren kann. 180 Sitzplätze, das sind über 60 Sitzplätze weniger als die, die dann wirklich in den A321 reinpassen würden, wenn man es drauf anlegt. Fluggesellschaften wie American Airlines, Indigo oder auch JetBlue, das ist ja schon ein offenes Geheimnis, die sind auf jeden Fall interessiert an einem solchen Flugzeug. Und gerade bei diesen Fluggesellschaften werden das dann auch wirklich Bestellungen in großen Mengen, die da auf Airbus warten könnten. Aber auch so läpperte sich in den letzten 48 Stunden schon ganz gut was zusammen für den A321 XLR. Middle East Airlines kauft 4 Flugzeuge davon. Saudia bestellt neben dem A320 Neo jetzt auch 15 A321 XLR und Cebu Pacific oder wie auch immer diese Fluggesellschaft ausgesprochen wird, die bestellt neben dem A330 Neo 10 A321 XLR. Und so viel an dieser Stelle erst einmal dazu. Wir haben natürlich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so wahnsinnig viele detaillierte Informationen zur Paris Air Show, beziehungsweise da wird jetzt einfach in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen noch eine ganze Menge an interessanten Dingen passieren. Also seid mir da bitte nicht böse, dass wir jetzt nicht gerade die neuesten News quasi live für euch haben, sondern wir warten natürlich ab, bis die Luftfahrtmesse abgeschlossen ist und dann können wir einmal über den ganzen Kram sprechen, gerne auch in einem ausführlichen Livestream. Ansonsten muss ich mich heute aber nochmal ganz herzlich bedanken bei Tommy, bei Daniel, dann auch noch bei Kappa Krabbe, cooler Name nebenbei, und auch ein dickes Dankeschön an Klaus. Vielen lieben Dank an euch für eine wirklich tatkräftige und nette Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit helft ihr mir und dem Kanal sehr und ermöglicht beispielsweise Dinge wie das neue Objektiv, das seit 2 Tagen auf der Kamera drauf ist und hoffentlich ganz gut bei euch ankommt. Also vielen lieben Dank dafür, vielen lieben Dank für die Unterstützung, aber auch vielen lieben Dank fürs Zuschauen an alle anderen und dann ja, sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.